So, wir haben jetzt also eine neue Art von Körpern. Nicht nur die reellen Zahlen, die komplexen Zahlen und die rationalen Zahlen, sondern auch endliche Körper mit endlich vielen Elementen, die wir FP genannt haben, für p in der Primzahl. So, was ist da der Vorteil? In fünf Bemerkungen. Wenn man Körper hat, hat man auch lineare Algebra. Also zum Beispiel Vektorräume und lineare Gleichungssysteme, Basen. So weiter, ja. Also wir haben die ganze Theorie der linearen Algebra zur Verfügung, sehr mächtiges Werkzeug und auch gut verstanden. Und was bedeutet das? Warum ist das jetzt hier so wichtig? Wenn wir die Rechnung aus Beispiel 1, wo wir zwei Färbungen addiert haben oder auch eine Färbung mit einer Zahl multipliziert haben, lassen vermuten, dass die zulässigen Färbungen, drei Färbungen, ein unterer Vektorraum der Menge aller drei Färbungen. Ja, wir können drei Färbungen addieren und auch mit Skalaren multiplizieren. Und wenn wir zwei zulässige Färbungen nehmen, dann ist die Summe wieder zulässig, zumindest in den Beispielen. Und wenn wir eine zulässige Färbung nehmen und die multiplizieren, ist sie auch wieder zulässig. Das heißt, wir haben den Vektorraum aller Färbungen und da drin eine kleine Teilmenge, die abgeschlossen ist unter Plus und Mal, also Skalarmultiplikation und Addition. Und das bedeutet, dass das ein Vektorraum sein könnte. Wir haben es noch nicht bewiesen, dass das immer so ist. Wir haben ja nur Beispiele gerechnet. Aber hier sehen wir schon irgendwo die lineare Algebra durchscheinen. Und warum ist das gut? Ja, weil solche Vektorräume kann man wiederum beschreiben durch lineare Gleichungssysteme. Solche Untervektorräume kann man durch lineare Gleichungssysteme beschreiben. Ja, und das geht eben nicht nur über R und C und Q, sondern auch über endlichen Körpern. Und das ist das, was uns hier was nützt. Ich mache mal ein Beispiel. Ja. Punkt 6 Beispiel. Ja, und was machen wir? Und das Einfachste ist immer Geraden in der Ebene. Also, wir betrachten die durch. Na, jetzt mache ich mal eine Geradengleichung. Mal x minus 1 mal, ich mache mal quer drüber, damit wir sehen, dass wir im endlichen Körper sind. 1 mal y ist 0. Und das Ganze wollen wir rechnen, f3. Ja? Gegebene Gerade. Ja, gerade in, naja, in welcher Ebene? In der Ebene FP oder 3 in diesem Fall Quadrat. Ja, also wenn wir reelle Zahlen nehmen, dann ist eine Gerade irgendwas, was in R Quadrat lebt, und wir machen jetzt was, was in FP Quadrat lebt. Ja?
Ich zeichne das mal, aber bevor ich das zeichne, rechne ich das hier nochmal um. Ja, was kann ich machen? Ich kann dies auf die andere Seite tun. Äquivalent zu, wenn ich 2 mal x rechne, kommt y raus. Ja? So, jetzt will ich das mal zeichnen. Und weil Sie noch nicht so richtig gut wissen, wie man die endliche Körper zeichnet, mache ich Ihnen mal was vor. Erstmal gucken wir uns das mal an, wie es überhaupt bei den ganzen Zahlen aussieht. Ja, mal so. So. Und hier habe ich mal eine 0, 1, 2, dann bei 3 mache ich schon mal so einen größeren Strich. So. Und dann geht es hier weiter mit 4, 5, 6. Erstmal. Hier ist also meine x-Koordinate. X. Und hier oben die Richtung machen wir y. Und da machen wir das genauso. 0, 1, 2. Okay. Und jetzt zeichne ich die Gerade ein. Ja, was ist die Gerade? 2 mal x ist y, also 0 mal 2 ist 0, also dieses hier, so dieses Kästchen, ist eine Lösung. Dann bei 1 mal 2 ist 2, kommt dieses Kästchen dazu. Zweimal 2 ist 4, das ist hier. 4 mal 2, warum habe ich denn jetzt mit 4? Das ist ja ein Schwachsinn. Falsch nummeriert. Tut mir leid. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 3 mal 2 ist 6. Vier mal 2 ist 8. 5 mal 2 ist 10, das kann man schon nicht mehr sehen. Ja, und jetzt haben wir hier, das ist die Gerade. Ja, das ist aber jetzt, dieses Bild ist über Z. Ja, und jetzt wollen wir das aber über dem endlichen Körper machen. Das heißt, nur die Restklassen betrachten wir. Ja. Es gibt also 0 quer, 1 quer, 2 quer, 0 quer, 1 quer, 2 quer. Ja. Hier ist wieder 0 quer, 1 quer, 2 quer und hier wieder 0. Ja. Also das können wir so machen. Ich mache jetzt mal nur f3, ja. Also dies hier ist z Quadrat. Das mache ich mal ein kleiner, so dass auch genug Platz ist. Also dies ist jetzt meine Y-Achse, dies ist meine X-Achse und wir haben bloß drei Möglichkeiten, ja? Ja, weil F3 hat nur drei Werte, nämlich 0 quer, 1 quer und 2 quer. 0 quer, 1 quer, 2 quer. Das Ganze ist F3 Quadrat, ja? Das ist ein Quadrat, wo es eben hier nur drei Möglichkeiten gibt und hier auch nur drei. Also 9 Elemente gibt es. Und welche sind jetzt Lösungen? Naja, hier 0 und 0 quer kommt vor. Und hier 1 und 2 quer. Aber dann gibt es noch andere Lösungen hier oben. Ja, dies hier ist ja wieder
1 quer, ja, 4 ist gleich 1, ja, und hier ist 2, also bei 2 ist es 1. Also man kann sich das so vorstellen, Sie nehmen diese ganzen Kacheln hier und legen die alle übereinander. Und dann sieht man diese Lösung. Ne? Man hat diese beiden, dann in der nächsten Kachel nur dies, dann hier wieder die beiden und dann wieder nur eins. Und wenn man die alle übereinander legt, sieht man diese Lösung hier. Ja? Also das ist die Gerade 2x² minus 1y² ist 0. Ja, drei Lösungen. Gut, also das ist jetzt eine Gerade. Hier sieht man noch, dass eine Gerade ist. Hier sieht man es nicht mehr so, aber Sie können sich vorstellen, wo es herkommt. Ja? Okay, machen wir noch mal ein bisschen mehr. Ja, andere Geraden. Quadrat sehen weniger merkwürdig aus. Ja, also zum Beispiel, ich mache das mal ohne. Ja, also die Gerade, zum Beispiel die Gerade x ist 0. Na, was ist die Gerade x ist 0? Hier ist ja die x-Achse. Hier ist die y-Achse. Und hier ist 0 quer, 1 quer, 2 quer. Also ist das so. Dann sieht sogar tatsächlich aus wie eine Gerade. Und zweite Gerade, die irgendwie so aussieht, einigermaßen schön aussieht. Ist y gleich 0. So. Und die Diagonale kann man auch noch schön malen. Also Sie sehen, ich male immer nur Geraden, die auch durch Null gehen, keine konstanten Terme. Das ist nämlich das, was wir später brauchen. Also wenn ich jetzt sage, x minus y ist gleich 0 oder x soll gleich y sein, dann kriege ich die Diagonale. Ja, das ist aber die Ausnahme, dass die Sachen so schön aussehen. Trotzdem wollte ich Ihnen das nicht vorenthalten. Ja. Manchmal ist das Ergebnis auch ein bisschen überraschend. Ja, wenn wir zum Beispiel die Gleichung nehmen, x plus y gleich 0. Also das heißt, wir wollen das x das Negative, das y das Negative von dem x ist. Ja, das ist ja auch so eine Art Diagonale. Ich male es hier mal auf. Mal sehen, wie viel wir hier brauchen. 6,5 cm vielleicht so. Ich gehe jetzt mal ein bisschen ins Negative auch, ein bisschen ins Positive.
Und jetzt möchte ich haben, dass sozusagen hier ist 0, 1, 2 und hier ist minus 1, minus 2, minus 3 und genauso hier. Hier ist 0, 1, 2 und minus 1, minus 2, minus 3. Okay, so, und das heißt, x soll immer das Negative von y sein. Das ist einfach diese Diagonale hier, also 0, 0. Und wenn x 1 ist, dann muss das y minus 1 sein. Und wenn das x 2 ist, muss das y minus 2 sein. Wenn das x minus 1 ist, muss das y 1 sein. Wenn das minus 2 ist, dann muss es hier sein und dann geht es hier weiter. So ist das Bild hier noch ganz übersichtlich. So, und wenn ich jetzt angucke, was das in fp² macht, ja, f3². Naja, 0 und 0 ist wieder dabei. Und dann diese Kachel hier ist gerade, das hier ist 2 quer und das ist 1 quer und das ist 0 quer. Das heißt, es sind noch diese beiden hier dabei. Ja, sehen Sie die beiden? Hier ist nur die Ecke, hier wieder die beiden, hier nur die Ecke. Dann kommt das raus. So, und das ist, wieso sage ich das etwas unerwartet? Man hätte jetzt vielleicht gedacht, dass es diese Diagonale in die andere Richtung ist. Das kann aber nicht sein, weil die 0 dabei sein muss. Ja? Aber außerdem ist das irgendwie das Gleiche. Ja, hier habe ich jetzt x plus y ist gleich 0. Aber wir hatten vorher auf diesem Zettel hier das auch schon mal ausgerechnet. Und da sehen Sie, habe ich 2 minus 1. Das ist dasselbe wie 2 quer x quer minus 1 quer x quer gleich 0. Ja? Obwohl in z ist das eine ganz andere Gerade, aber wenn ich es modulo 3 nehme, kommt das selber raus. Ist ja auch nicht so verwunderlich, weil auch wenn ich verschiedene Zahlen nehme und rechne modulo 3, können die gleichen Reste vorkommen. So ist es auch bei Geraden. Wenn ich zwei verschiedene Geraden in z Quadrat nehme und rechne modulo 3, dann kann die gleiche Gerade rauskommen. Ja? Und warum ist das so? Warum? Ja, na, das ist schon, man kann hier schon mal was sehen. Also wenn ich schreibe 2 quer x quer minus 1 quer x quer ist 0. Ja, jetzt wissen wir aber, was ist eigentlich minus 1 quer? Ja, minus 1 quer hier, also wenn ich minus 1 hier ist 0, 1, 2 und hier ist 0, 1, 2. Das heißt, minus 1, das ist dasselbe wie 2 quer x quer plus 2 quer x quer. Ja, warum? Ja, weil nämlich minus 1 quer dasselbe ist wie plus 2 quer. Ja, denn die beiden zusammen, 1 und 2, geben 0. Ja. So, und dann kann ich noch teilen durch 2. Hier sieht man mal, dass es gut ist, dass wir im Körper sind. Steht hier x quer plus y quer gleich 0. Ja, das geht hier, weil wir im Körper sind. Ja, geteilt durch 2. Da f3 Körper. Ja, das benutzen wir hier. Sehen Sie? Ja, also Sie sehen, diese Gleichung ist über f3 die gleiche wie die Gleichung. Deshalb ist auch das Bild von der Geraden ja, das gleiche wie bei der anderen. Okay, so viel zu diesem Beispiel.